Jose, Mord in Sunnyvale. Und hiermit auch wieder ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil der Fifa-Serie Mord in Sunnyvale. Dann fangen wir doch gleich mal ohne großes Geplapper einfach mal an. So, was hätten wir denn hier? Normalmodus, Lösen und Tipp werden schneller aufgeladen. Aktive Bereiche werden mit einem Blitzer markiert. Profi-Modus. Lösen und Tipp werden langsamer aufgeladen. Aktive Bereiche werden nicht markiert. Oh. Oh, da in der Zeitschrift war unser Angel. Wer ihn aus dem ersten Teil jetzt noch kennen sollte. So. Also, es ist wohl Mord geschehen. Und ja, wir werden jetzt wohl wieder einfach mal so reingeworfen. Das ist unser Tipp. Was ist das denn? Schluss. Ich habe keine Ahnung. Das Handbuch, ja. Na, gucken wir doch mal. Hello, my name is Harold Stern and I'm the mayor of Sunnyvale. You'll have to excuse my manners, but no members of the press are allowed in town right now. There is nothing sinister about the recent string of disappearances in our town, and the local authorities are working to resolve the matter. Now, if you don't mind, please leave our town. Should you persist, I'll have you arrested. Good day to you. Okay, da müssen wir uns wohl irgendwie anders Zugang verschaffen. Mal gucken. Mein Verleger ließ seine Peitsche knallen und so machte ich mich auf nach Sunnyvale. Im letzten Monat waren in der Stadt Gerüchte über seltsame Vorkommnisse im Umlauf. Die Anwohner behaupten, dass in den Straßen auf einmal ein Haus wie aus dem Nichts erschien. Die das Haus betreten, verschwinden. Und erst neulich wurde bei der Mühle eine Frauenleiche gefunden. Ich habe auch den griesgrämigen Bürgermeister von Sunnyvale kennengelernt, Harold Stern. Er wollte mir den Zutritt in die Stadt verweigern und behauptete, dass in seiner Stadt nichts Seltsames vor sich gehen würde. Er versprach auch, mich festnehmen zu lassen, wenn ich weiter in dem Fall ermittle. Das werden wir noch sehen. Ja. Hinten steht der Polizist. Ich hab gedacht, wir kommen nicht rein. Nehmen wir sie so lieb an und kleben den mal fest. Der Polizist ist schrecklich zappelig, was er wohl hat. Was ist denn hier? Eine Mühle und ein Zeitungsausschnitt. Oh. Sunnyvale Times. Mittwoch, der 7. Juni 1981. Müller wegen Mord an Frau hingerichtet. Jane Etienne wurde auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Seine Frau Alice wurde tot im Brunnen ihrer Mühle aufgefunden. Im Brunnen. Okay, ich habe gedacht, die lag wohl eher davor. Da gucken wir mal. 7. Juni 1981. Heute Morgen wurde Jane Etienne wegen dem Mord an seiner Frau Alice Chesterton auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Dieser seltsame und brutale Fall wurde von der gesamten Stadtbevölkerung verfolgt. Die Bevölkerung war überrascht, als Jane trotz
der seltsamen Beweislage und ungewöhnlichen Praktiken während des Prozesses für schuldig befunden wurde. Okay, da war wohl jemand nicht so schuldig, wie wir es wohl immer kennen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo das jetzt stattfindet, aber so wie es aussieht, entweder Sunnyvale, da müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken, ob es die, also ich würde mal sagen, die Stadt wird es bestimmt schon geben, ja. Ich habe eine alte Ausgabe der Sunnyvale Times von 1981 gefunden. Wie kann sie nach so vielen Jahren noch unversehrt sein? Der Artikel handelt von der Hinrichtung eines Mannes namens Jane Etienne, dem Müller hier. Er erhielt die Todesstrafe für die Entführung und Ermordung seiner eigenen Frau, wie grauenvoll. Was hat ihn nur dazu getrieben, so etwas zu tun? Ja, oder ist es mal wieder ein Unschuldiger dabei ums Leben gekommen? So, können wir... Ich habe gedacht, wir kriegen keinen Zutritt. Das ist ja was. So, das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist der tolle Sheriff hier. Der Cowboy, der mitten im Regen steht. Howdy. I'm the Sheriff of Sunnyvale. I overheard your conversation with Mayor Stern. If he seemed a bit disingenuous with you, it's because he was. The whole town is in an uproar about a ghost house that has been appearing and abducting folk. This poor woman, we found her body here several days ago. I'm afraid no one knows who she is, though, as she surely isn't from Sunnyvale. Tell you what, meet me in town by the police station, and I'll tell you everything I know. Okay. So, gucken wir doch mal nach. Als ich mich der Leiche näherte, lief ich buchstäblich in den Sheriff. Okay. Er erklärte mir, dass bisher noch niemand die tote Frau identifizieren konnte. Er glaubt außerdem, dass sie nicht aus Sunnyvale stammt. Der Sheriff erwähnte auch, dass der Bürgermeister etwas zu verstecken scheint. Er lehnte die Hilfe des FBIs ab und untersagte Reportern den Zutritt in die Stadt. Der Sheriff bat mich, ihn auf dem Polizeirevier zu treffen. Hoffentlich weiß er mehr. Das werden wir dann wohl gleich sehen. Gucken wir doch mal nach. Der Brunnen, da ist mal wieder irgendwas drinnen. Das mit dem Seil können wir nichts anfangen. Ich glaube, da unten ist etwas, aber es ist zu dunkel. Und dann kletterst du am Seil noch runter oder was, wenn es heller ist. Ui. Wie geht das denn? Das kann doch jetzt wohl nicht sein, oder? Die ist doch 1981 schon. Wie kommt's? Ich untersuchte die Frauenleiche, die bei der Mühle gefunden wurde, und verglich sie mit dem Bild von Alice, das ich in einer alten Zeitung fand. Ich war schockiert. Sie sehen genau gleich aus. Ihre Leichen liegen sogar in der gleichen Pose. Was geht hier vor sich? Bedenkt man, dass Alice Mord viel Aufsehen erregte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Polizei diese Ähnlichkeit ignoriert. Selbst der Sheriff gab zu, dass sie die Leiche zwar nicht identifizieren konnte, sie aber wie Alice aussieht. Ist das ein Zufall oder steckt da mehr dahinter?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Eine sehr gute Frage sogar. Kommen wir wieder zurück. Oh, ist uns das... Schade, keine weiteren Blätter. Ist uns das Blatt abgehauen? Das kann ja wohl nicht sein. Was haben wir denn hier? Der Mühlstein ist schwer. Ich kann ihn nicht alleine bewegen. Doch, kannst du. Siehst du doch. Geht doch. So, das ist jetzt dann die Mühle. Gucken wir doch mal drinnen nach. Das sind jetzt also die Wimmelbilder, die... Aha, gut. Oder? Ja. Katze 40. Glas mit Wasser, grün. Werden das Interaktionsobjekte sein? Da unten sehe ich ein Glas. War jetzt wahrscheinlich schon wieder was mit, bitte nicht daneben klicken. Ah, Papierflugzeug. Zwei Hüte. Eine Brille, warte mal, eine Brille hatte ich doch hier. Brille, Wäscheklammer. Und zwei Schmetterlinge. Ein Schmetterling. Ja. Glas mit Wasser. Ja, also das Papierflugzeug mussten wir falten. Wo kriege ich denn jetzt Wasser her? Eigentlich aus der Flasche da oben, oder nicht? Wo hat man... Hinten ist eine Eidechse, ein Zebra. Hä? Zebra? Das ist der zweite Schmetterling? Da oben ist die Eidechse. Ah! Glas mit Wasser. Auch nicht schlecht. Wenn ich da jetzt nicht zufällig drüber gegangen, hätte ich mich gefragt, wo soll die, das Ding sein? Also die 40 haben wir auch. Die Katze hatten wir doch hier. Eine Aubergine. Hatte ich nicht gerade sowas in etwa gesehen? Na gut, gucken wir mal weiter. Hut. Und Wäscheklammer. Ein Hut. Der Hut macht tot Hut. Ein Hut. Setzt einen Stiefel auf den Kopf und du hast einen Hut, ja. Genauso wie mit dem Eimer. Zebra und Leuchtstab. Das ist der Leuchtstab. Ach, das ist ein Zebrastock. Okay. Wäscheklammer, Hut und eine Aubergine. Wäscheklammer ist einmal hier. Ein Hut und eine Aubergine. Ach, da ist die Aubergine. Dann eine Mütze. Eine Wollmütze. Eine Wollmütze mit Wolle. Und wir haben einen Leuchtstab erhalten. Was ist denn hier kaputt? Okay. Geht nicht. Vielleicht finde ich etwas, um die Achse zu stärken. Nö. Nö, nicht. Gut. Wenn es nicht will, dann will es nicht. Was haben wir denn hier oben? Irgendwas zum Schreiben. Da fehlt doch die zweite Feder. Ein Knopf, mit dem wir auch nichts anstellen können. Auf diesem Schreibtisch fehlt etwas. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was ist das? Ah. Okay, dann wissen wir wenigstens schon mal, was wir suchen. Na. Nicht jedes Mal diese Doppelklick-Aktion hier, das nervt.
Als ich die Mühle durchsuchte, stieß ich auf das Schema eines drehenden Mühlensteins. Damit könnte ich sie reparieren. Das ist zumindest ein Versuch wert. Mir fiel außerdem auf, dass sich etwas unter dem Mühlenstein befand. Das könnte ein Hinweis sein. Ich muss die Mühle also schnell reparieren. Was sich dort wohl versteckt? Hoffentlich wirft dies etwas Licht auf die Vorkommnisse in dieser Stadt. Ach, auch nicht schlecht. Ein Haken. Haken und ein Seil kann man jetzt kombinieren. Nö, tut sich nichts. Tut sich auch nichts. Was macht, kann man hier mitmachen? Wofür das Schloss da sein soll, frage ich mich noch. Das ist aber ein ungewöhnliches Schlüsselloch. Das finde ich auch. Das passt sogar. Das passt sogar sehr gut. Und wir haben Teer. Ah, da befindet sich wirklich was drunter. Wie kriegen wir das raus? Unter dem Mühlenstein ist etwas. Teer. Ah. Somit haben wir das wohl verstärkt. Nee, sonst ist da wohl nichts weiter. Hier ist auch nichts. Das da oben ist die Schreibfeder, die fehlt. Gucken wir doch mal hier nach. Er hat doch gemeint, es ist zu dunkel. Ist aber passend, dass das genau da liegen bleibt. Ich komme nicht heran. Nein. Nein. Jetzt kombinieren? Auch nicht. Na gut, dann eben nicht. Was ist denn? Ich muss etwas anders halten. So. Aha. Und wir haben gleich das Mühlenzahnrad. Also der Anfang sieht ja schon mal nicht so schwer aus. Hä? Ich bin wohl auf dem Holzweg, wieso? Das wäre ein Anfang. Aber ich brauche etwas anderes, um dies festzubinden. Ja, das Isolierband nimmst du nett, aber ein Seil. Jetzt brauche ich etwas, um die Achse mit dem Rad zu verbinden. Nee. Nee. Oh. Hat aber nicht lang gehalten. Ach. Auch nicht schlecht. Wer ist das denn? Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Zauberbild? Sie haben mir meine Frau genommen und nun wollen sie mir die Schuld zuschieben. Aber dieser Schurke, Harold, steckt dahinter. Alles nur wegen dieses verdammten Hauses. Oh. Da steht unser Bürgermeister. Und das Bild hier haben wir doch schon mal. Das war doch hier ein Menü, oder? Täusche ich mich da gerade. Das, was ich unter dem Mühlenstein entdeckte, ist ein Foto der toten Frau. Auf der Rückseite des Fotos hatte jemand eingeschrieben, dass er seine geliebte Frau verloren hatte und nun als Verdächtiger gelte. Ach so, also wenn das plötzlich so magischerweise sich umformt, dann dreht er das Bild eigentlich nur um. Nicht schlecht. Darauf wurden auch ein Haus und jemand namens Harold erwähnt. Könnte der Bürgermeister damit gemeint sein? Aber am merkwürdigsten war, dass sich das Bild in meinen Händen veränderte. Es verwandelte sich in ein Foto des Bürgermeisters, in dem ein merkwürdiges Haus erschien. Ich sollte dieses Bild dem Bürgermeister zeigen, um zu sehen, wie er reagiert. Auch nicht schlecht. Wusste ich doch.
Hokus Pokus Fidibus. Eieieiei. Eieia, wo kommst du denn her? Aus der Mühle geschossen oder was? Der Nebel ist sehr dicht. Ich sollte ihn vermeiden. Na gut, ja. Es leuchtet doch schön. Schön rot. Muss ich jetzt... Ach so, ich soll das Bild jetzt dem Bürgermeister zeigen? What have you got there? Is this a picture of the deceased woman we discovered? Resemblance? No, I don't see any resemblance to Alice Chesterton. The poor woman died 30 years ago. Let her rest. What's that? That sound! No, it's back! Was für ein Geräusch. Was für ein Geräusch meint er denn? Oh! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Ja. das ist ja... okay. Ja. Jetzt kann nichts mehr geleugnet werden. Ich habe das Geisterhaus mit eigenen Augen gesehen. Es erschien kurz, nachdem ich dem Bürgermeister das Foto der Frau gab. Der Bürgermeister und sein Abgeordneter rannten beide davon, doch letzterer war zu langsam. Die Türen des Hauses flogen auf und er wurde von seltsamen Ranken hineingezogen. Ich glaube nicht an Hokuspokus. Aber wenn sich so etwas vor den eigenen Augen abspielt, kann man das nicht leugnen. Ich vermute, dass dies nicht das letzte Mal war, dass ich das Haus gesehen habe. Ich kann mir darüber jetzt nicht den Kopf zerbrechen. Ich muss dem Sheriff auf das Revier. Wie da noch das Bild geschossen werden konnte, das ist immer wieder... Und nicht an Hokus Pokus glauben? Dass die gleiche Reporterin ist wie in dem ersten Teil, die da mit den Geistern gequasselt hat und den Dämonen. Wieso? Ich frag mich weiter. Ich frage mich, wer diese Frau ist. Sie sieht aus wie Alice in diesem alten Zeitungsartikel. Muss man das verstehen? Das ist unleserlich. Ja, vielleicht springst du gleich mal oben drauf und polierst das mal mit Teer. Was ist das hier? Schon wieder Ranken. Ist das jetzt das Haus des dieses Polizei... Abgeordneten, der dabei war, oder was? Was ist das hier? Abgesperrt. Archiv. Mein Hund Agit ist verschwunden. Er ist ein kleiner, schwarzer Cocker Spaniel mit einem roten Halsband. Er ist verschwunden, nachdem ich ihn gestern rausgelassen habe. Rufen Sie mich bitte an, wenn Sie ihn gefunden haben. Mr. Cooper. Ja, Mr. Cooper. Dann lesen wir uns das doch gleich mal durch. Vor dem Archiv fand ich eine Notiz, auf der einem Miss Cooper den Verlust ihres Hundes Agit beklagte. Ist er nicht... Ich muss... Ach, stand da wirklich Mist drauf? Oh. Ups. Ich hab... Ups, da ist mir wohl ein Missgeschick passiert.
Hoffentlich wurde er nicht auch von dem Geisterhaus entführt. Ich werde die Notiz mitnehmen. Vielleicht läuft mir der Hund bei meinen Ermittlungen ja über den Weg. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn man sie mitnehmen will, aber trotzdem noch hier dranhängt. Es ist wirklich... Oh, ein Rätsel. Was fehlt hier? Vielleicht komme ich an das Schloss, wenn ich diese Platte entferne. Ich habe nichts. Ich habe nichts zum Schrauben dabei. Die Ranken haben dieses Haus komplett eingenommen. Darin scheint sich niemand mehr aufzuhalten. Okay. Das hier wird wohl langsam zu einer Geisterstadt. Würde ich mal so sagen. Okay, das sagt mir gerade überhaupt nicht. Liebe Lisa, ich halte es nicht mehr aus. Hier geht etwas Schreckliches vor sich. Du erinnerst dich doch noch an Alice, oder? Nun, sie wurde entführt und umgebracht. Und ihr Mann, Jane, wird dieses Verbrechen verdächtigt. Du erinnerst dich bestimmt daran, dass ihr Haus abgerissen wurde, um die neue Autobahn zu bauen. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Lisa, aber das Haus ist wieder da. Es taucht überall in der Stadt auf und entführt Leute. An den Häusern, aus denen jemand verschwand, wurden violette Bänder angebracht. Wir fliehen. Wir alle fliehen. Ich habe zu viel Angst, um hier noch länger zu bleiben. Roland Palmer. Wurden die Bänder jetzt angebracht, nachdem sie entführt worden sind oder bevor sie... Aus denen jemand verschwand, wurden violette Bänder angebracht. Also nachdem sie entführt worden sind, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich habe in der Stadt einen Brief gefunden. Er wurde wohl nie abgeschickt. Der Autor beschreibt Alices Mord und dass Jane der Hauptverdächtige war. Nach ihrem Tod und Janes Hinrichtung wurde ihr Haus abgerissen, um Platz für eine neue Autobahn zu schaffen. Das ging alles sehr schnell. Ziemlich verdächtig. Ist das Geisterhaus das von Jane und Alice? Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde es herausfinden. Ich muss auch herausfinden, was den Geschworenen in Janes Fall zugestoßen ist. Sehr verdächtig. Das stimmt. Es müsste wirklich schon von der Stadt beabsichtigt worden sein, so wie es aussieht. Einer der Schlüssel des Schlosses fehlt. Gut, da können wir leider nichts dran machen. Sonst ist hier nichts mehr, außer der Besen, den wir sowieso noch nicht, vermute ich mal, reparieren können. Dann gehen wir doch mal hinter. Da ist ein Polizeiauto. Ein Stiefel mit einer Ranke. Und ein Bändchen. Was ist das? Eine Linse. In diesem Haus wurde jemand entführt. Durch die Abwasserkanalisation, ne? Wo kommen diese Ranken her? Sie bewegen sich wie von alleine. Das stimmt. Das stimmt. Was ist hier los? Ich sollte lieber nicht meine Grenzen übertreten. Ich bleibe vorerst auf dieser Seite der Stadt. Eine Karte oder so habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Mal gucken. Oh, da ist unser Sheriff wieder.
Dr. Sheriff Cooper, hä? Good seeing you again. Here's what I know. Many years ago, somebody kidnapped and murdered a girl in town. Her husband was eventually accused of the crime. The jurors were bowed. She was executed for the crime. I know this sounds crazy, but I believe the house that is kidnapping people is the very same house they lived in. And I just can't shake this feeling that the mayor's involved in it all. You need to get inside the police station. In my office, you'll find the archival documents for the case. I can no longer go in because the mayor fired me when I claimed that I too was kidnapped by the house. Good luck. Was? Weil ich behaupte, das Haus hätte auch mich entführt. Wie steht er dann jetzt noch vor uns? Oh. Ich würde mal sagen, das ist wohl eine Liste derjenigen. Gut, gehen wir mal eins zurück. Vor dem Polizeirevier wartete der Sheriff auf mich. Genau wie er gesagt hatte. Er erzählte mir ganz offen von dem, was in der Stadt vor sich ging. Er glaubt, dass all dies vor Jahren während des Mordprozesses gegen Jane begann. Er glaubt, dass Jane unschuldig ist. Aber die Geschworenen wurden bestochen und sprachen ihn schuldig. Der Sheriff glaubt, dass der Bürgermeister hinter der ganzen Sache steckt. Er hat auch zugegeben, dass er selbst von dem Haus entführt wurde. Und dass der Bürgermeister ihn feuerte, als er ihm davon erzählte. Er sagte mir, dass ich weitere Informationen zu dem Fall finden würde, wenn ich auf das Polizeirevier gelange. Wie ist er dann wieder zurückgekommen? Bei dem Polizeirevier fand ich einen Zettel, auf dem 6 Namen geschrieben waren. Neben einigen Namen stand ein Fragezeichen, neben den anderen ein Kreuz. 6 Menschen, wo das die 6 Geschworenen in Janes Prozess sind? Vielleicht möchte jemand die Geschworenen zum Schweigen bringen, aber aus welchem Grund? Das ist eine sehr gute Frage und diese Doppelklick-Aktionen, die werden auch immer lästiger. So, wir haben auch noch einen Hammer. Und dann würde ich wohl mal sagen, schauen wir wohl mal nach, wie wir hier ins Polizeirevier in der nächsten Folge kommen werden. Da oben geht schon wieder das Licht an und aus. Zum Glück steht auch noch keine Gestalt da. Ja, also dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zur nächsten Folge. Ja, euer Davilo und tschüss.